Ach, lol. Ach. Aber wir können ruhig PUBG oder so zocken. Nee, ne, passt. Ah, fix dein Holzmodem, bin schon wieder rausgeflogen. Ja, gut, dann wird aber PUBG auch gerade nicht viel bringen. Ach so, doch, dann würde ich ja WoT einfach stoppen zum Runterladen. Also wie ihr wollt. Also ich wäre bei PUBG dabei, falls ihr Lust habt. Also ich stream gerade eben CS Source. Du was? Ich streame gerade eben CS Source. Jetzt gucken wir mal. Okay, an wen streamst du es denn? An YouTube, an die Welt. Store. Nee, Workshop muss es wohl drin sein, oder? Counter-Strike. Schon laggy. Source. Hä? Du bist ein bisschen laggy. Okay. Das sollte ich eigentlich normal nicht sein. Ja. Also ich sehe auch keinen Loss gerade bei dir, aber irgendwie bist du trotzdem laggy. Ich bin in Minecraft gerade in einem Dorf nachts und irgendeiner von den Bewohnern hier hat seine Tür offen gelassen. Jetzt laufen gerade drei Zombies rein und gangbangen den. Das ist witzig. Okay, ich bin der Legit. Irgendeiner von den Bewohnern, die hat seine Tür offen gelassen. Jetzt laufen gerade drei Zombies rein und gangbangen den. Okay, ganz kurz test, ob ich mich im Stream, Stream höre. Das ist witzig. Okay, ich bin der Legit. Irgendeiner von den Bewohnern, die hat seine Tür offen gelassen. Jetzt laufen gerade drei Zombies rein und gangbangen den. Okay, ganz kurz test, ob ich mich im Stream, Stream höre. Gut, ich höre mich im Stream. Okay, ich bin der Legit. Auf YouTube, oder was? Ja. Achso, das ist ja krass. Ihr könnt ja unten den Link nochmal posten, dann gucke ich dir zu. Ja, gleich. 50 Sekunden ist WoT übrigens fertig. Okay, dann komme ich gleich rein. Kannst du den Link nochmal posten, Simon? Naja, schon weg. So. Also WoT oder PUBG? Ich werfe zuerst. Nee, Spaß. Oh ne, wir könnten. Ah, ja, okay. Wenn es zwischen WoT und PUBG ist, dann würde ich sagen, mal wieder WoT. Aber ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir MW2 spielen. Ach lol, streamst du gerade nebenher, Simon? Ja, ja. Aber ich mache halt ja nichts. Witzig. Ach, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. MW2 ist jetzt so das, was am unlustigsten von allen drei Sachen klingt. Jetzt macht eine Ansage. Wer Simon streamt, der darf entscheiden. Stille. Wie bitte? Du darfst entscheiden, du streamst. Aber nicht MW2. Fuck you. Also willst du WoT spielen? Nee, du entscheidest. Aber halt nicht MW2. Okay, dann kommen wir, keine Ahnung, was war's. Ach, ich muss gucken, was für ein Spiel ich, was für ein Spiel wir alle haben, was André abfuckt. Oder ich meine, André kann sich ein Spiel holen und es danach wieder zurückgeben. Wie wärst du mit Magicka 2, André? Tja. Ach komm, spielen wir eine Runde PUBG, bevor sich jetzt hier gar keinen entscheiden kann. Ja, okay.
Magicka 2 kostet gerade eben 3,74 und Magicka 1, was sogar teilweise sogar noch besser ist, kostet 2,50. 2,49. André. Sprich, für weniger als ein Essen in der Mensa. Okay, du weißt, wie du isst. Für circa ein Essen in der Mensa kriegst du Magicka. Und falls du So nicht weißt, ob das dir gefällt, kannst du dir sogar eine Magicka Demo kaufen. mega krass, man kann. Ich komme gerade ins Game rein und ich kann ein Besatzungsmitglied einfach neu erwerben. Ist ja lustig. Okay, ich habe da gar nichts gemacht. Spielen wir jetzt PUBG oder WoT? Ein PUBG. Bin trotzdem nur kurz in Ding reingegangen und wollte mal gucken, Okay. was sich da getan hat. Ich sehe irgendwie nur ein schwarzes Bild bei deinem Stream. Ja, weil gerade das Spiel geschlossen ist. Ach so. Man muss es wieder aufmachen. Ja, okay. Übrigens auch ein schwarzer Charakter. Erzähl mal, warum willst du denn einen schwarzen Charakter spielen? Damit ich endlich mal was in der Hose habe. Soll ich dir meinen Charakter Auf beschreiben? der Uni-Homepage den Link vom Stream veröffentlichen. Ich morgen eine Mail, Herr Grüninger. Ich glaube, das mit dem Hibi-Job. Ist gut, dass du im Internet deinen Namen verlinkst. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, klar. So. Kannst du mal deinen Stream starten? Ich sehe immer noch nichts. Ja, aber ich gerade eben mir Magicka weiter rum zusammenholen muss. Wir spielen jetzt aber PUBG. Ja, ist mir doch wurscht. Aber ich muss trotzdem erstmal das Zeug holen. Weil es ist gerade mega nice im Angebot. Ich glaube, dann spielen wir wahrscheinlich Duo. Ja, Gegen könnt, ja, nee, Menschen. eigentlich nicht, aber. Könnte ich warten, die Post Ja. Fuck you. PUBG. Experience aufzeichnen. Start. Invite. Ja, Moment. Okay. Alt und F9, um Aufnahmen zu starten. Alt und F1. Bildschirmfoto? Nein, ich habe kein Bildschirmfoto. Ich will die Aufnahme von hier. Okay, ich bin ready. Ja. Ja. Simon? Ja, ich muss gleich wechseln. Ich muss dann auch den Stream umbenennen. Simon? Simon, wo bleibst du? Simon, ich habe keine Zeit. Ihr hört euch selber, oder? Ihr müsstet euch Ich bin selber im gerade Stream vom hören. Stream. Nee, ich habe den Ton aus. Simon, wo bleibst du? Ja, ich habe Timo gerade gehört. Simon! Simon! Simon. Es gab einen Bombenanschlag auf eine Moschee in Ägypten. Okay, krass. Wir streamen im 200. Internet. Wir streamen im Internet, wollte ich dazu nur sagen. Ja, und? Ich weiß ja nicht, was jetzt als nächstes für eine Aussage von dir kommt, deswegen.
Toll. Das war der Reim. Gut so. Ja, so thank God. Alter. Ja, manchmal hast du so komische politische Ansichten, deswegen wollte ich das jetzt mal kurz nochmal. Du musst dich jetzt nicht so ertappt fühlen, alles gut. Irgendjemand muss ja die Nazi-Rust richten. Erstellt haben. Ich war auch vorhin überhaupt nicht in Minecraft, sondern in Wirklichkeit in Rust. Ja. Hat sich dafür gerecht, dass eure Basis geradet wurde. Genau. Deswegen habe ich den Zombies auf den Hals gehetzt. Ja, die gibt's ja anscheinend nicht mehr, ne? Die gibt's ja leider nicht mehr. Also ich fand irgendwie Rust auch interessanter, solange das irgendwie noch Zombies hatte. Ja. Oder? Ja, weil du auch so ein Zombie-Fetischist bist. Nö, aber es... Nein! Was nennt sich Pädophilie, Simon? Nekrophilie. Nekrophilie. Aber ist okay. Pädophilie vielleicht auch, aber du müsstest erstmal drauf gehen. Weißt du, Timon, bei sowas denke ich immer, und du wirst später mal mich im Taxi durch die Gegend fahren und vom Flughafen abholen, weiß ich nicht. Also. Ja, es sollte nicht erlaubt sein. Ich weiß nicht, was schlimmer finden würdest, wenn ich tatsächlich irgendwo mal dezent bin oder dein Taxifahrer. Ja, als Dozent sehe ich dich nicht, also vermutlich dann eher als Dozent. Du bist meine Hunde, so. Nur ganz kurz, Simon, ich sehe immer noch keinen Stream, ich kann so nicht spielen. Also ja, bist du noch nicht in-game. Jetzt bist du, ich habe dich eingeladen. Ich war schneller. Sehr schön. Simon, ich glaube, wir müssen dir Arbeitsspeicher kaufen. Hey, einmal ganz kurz small, ich muss was Neues machen. Simon, kommst du jetzt endlich mal, nimmst du jetzt endlich mal die Einladung an. Er wird vor allem übel salty schon. Aber nein. PUBG ist ja immer salty. Vorhin war er auch schon wieder salty. Es geht viel schneller, als man manchmal bei ihm denkt. Ja. So, jetzt müsste es gleich rauskommen. Ich sehe immer noch nur ein schwarzes Bild in COS Source Livestream. Ah, jetzt. Der ist eigentlich schon umbenannt worden. Ja. Ja, ich habe mich aktualisiert. PUBG Livestream. Es gucken 2 Zuschauer mit. Krass. Timon und du wahrscheinlich. Das ist richtig. Das ist korrekt. Kann noch übers Handy mitschauen. Jawohl. Aber das ist gut, jetzt kann ich die kontrollieren. Links auf dem Bildschirm sehe ich jetzt die ganze Zeit, was du machst. Das ist echt gut. Jawohl. Nein. Okay, alle ready? Noch nicht. Simon ist noch nicht mal in der Gruppe drin. Das stimmt. Was auch immer der macht. Nein. Okay, alle ready? Das hat nicht fast so lange gedauert. Wir müssen ihm Arbeitsspeicher kaufen. Das wird schneller. Das stimmt. Klappe, also 32 Gig hat die er nicht ausnutzt, aber vielleicht denkt der Rechner dann, er wäre schneller. Oh. Simon. Ich habe so viele Einladungen, die ich gerade durchklicken musste. Simon, was hast du schon wieder in die Gruppe geschrieben? Mann. Hat den Link gepostet vom Stream. Das Beste ist ja, dass Timon zwar so weit geht, taktisch einen Schwarzen zu wählen, aber ihn trotzdem noch blond macht. Ja, das ist ja der Gag an der ganzen Sache, hallo? Ich mach das ja nur aus taktischen Gründen. Ja, ich kann ja nicht meine Überzeugung auskaufen. Jetzt hallo ins Internet. Ja. Auf ewig preserved auf meinem YouTube-Account. Ja, I don't care. Ich kann nicht Play drücken. Ich hab schon Play gedrückt. Ja, ich kann nicht Play drücken. Bei mir geht's nicht. Das kannst du eigentlich. Ich bin ready. Können wir mich nochmal einladen? Wirklich? Kann immer noch nicht Play drücken. Kann ich nicht Play drücken? Start ein Spiel nochmal neu. Wenn du dich PUBG spielen willst, kannst du es auch gleich sagen. Ja, ich sehr. Vielleicht sollen, ja. Würde ich Ich wollte André auch dazu bringen, Civilization 5 zu holen. Timon, hast du Civilization 5? Ich hab's auf der Wunschliste, aber ich hab jetzt so viel Geld ausgegeben heute, dass ich's mir nicht geholt habe. Civilization 5 ist cool.
Code Ready drücken. Ich weiß. Hast du Tabletop Simulator schon geholt? Irgendjemand von euch hat nicht. Ich dachte, das holen wir in der Viererbox. Ich weiß, ja. Ich will den auf den Sack gehen. Black Friday bei der Bahn, 20% länger fahren für denselben Preis. Ich mag Jude. Ultimate Life and Bug Fight. Okay, los geht's. Regen, sollen wir neu starten? Warum? Nee. Okay. Stimmt, Konstantin spielt nicht mit. Ja, da droppen die FPS nicht so hart. Verstoßen wir jetzt gegen die GEMA? Das will ich doch schwer hoffen. Da ist Server sinkt nicht. Ja, ich meinte jetzt eher in der Hinsicht, weil wir das so gut nachgemacht haben, dass man uns fast ein Orchester hätte halten können. Ich höre dich leider nicht über das Ganze ins Mikro fetten. Da ist gerade eine Explosion unterm Flugzeug hochgegangen. Stalber? Wir kommen nicht hin. Nee. Nein. Wir haben übel geiles Loot bei Stalber gefunden. Wer ist denn es ist mit so Primorsk? Oder hier. Ach, da hinten. Ja. Ah, dazwischendrin fände ich wäre mir lieber, weil es ist die übelste Rotzroute. Oder hier. Wir können Cory gehen, Cory wäre okay. Ja, lass mal dein. Okay. Guck mal, wo die Leute rausspringen. Ach, wir haben einen Random Dude dabei. Mit Leute meinst du einen? Hä? Mit Leute meinst du einen? Übel lustig, das eigene Spiel im Stream zeitverzögert anzuschauen. Ich hab gesagt, wir gucken mal, wann die Leute rausspringen. Oha, wir haben einen Random Dude dabei. Ach so. Was meine ich jetzt mit einem? Ich hab das Leute irgendwie auf die Gruppe bezogen, aber dann ist wohl der Rest des Satzes bei mir im Wind untergegangen. Weil ich schon rausgespielt. Du ja den Stream anschauen, kannst du nochmal hören. Super, will ich mich doppelt hören? Nein. Will ich irgendjemand von euch doppelt hören? Nee, ganz schon gar nicht. Das beruht immer auf Gegenseitigkeit. Ja, ne? Ja. Also im Stream landet ihr erst gerade noch. Ja, ich lande auch immer jetzt noch. Und bin übers Haus gesegelt. So ein Scheißdreck. Das ist der Welt. Juhu, Rucksack. Unglaublich, ich spiele mit euch und finde mal sofort einen Rucksack, das kommt normalerweise nicht vor. Okay, ein wenig dafür, dass du kacke bist. Nein, das ist schon nur, wenn ich mit euch spiele. Jetzt zieht mein Karma runter. So spielst du doch nicht, weil du keine Freunde hast. Echt? Das ergibt nicht mal Sinn. So. Schrott finden. Hier liegt noch eine Pistole in der Garage. Zwei. Es ist so kacke, dass das alles auf dem Stream drauf ist. Weil ich gerade so scheiße spiele. Gerade? Ey. Vorher ging es richtig ab. Ja. Das ist eine Match, wo wir an der Grenze verreckt sind. Ah, ich mag Regen nicht. Timon hier ist eine Stufe 1 beste Klasse. Ja, hab grad selbst eine gefunden. Und hier liegt noch eine Maschinenpistole, weiß ich nicht, damit will. Was für eine Maschinenpistole? Die Maschinenpistole, das kennen wir eigentlich, was heißt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, welche das ist. Tommy. Tommy Gun. Achso. Heißt die im Deutschen Maschinenpistole? Ja. Oh Gott, okay. Maschinenpistole. Also so heißt er auch in echt. Jetzt hat Timon das. Ne, in echt heißt er ja Thompson. Ja. Aber okay. Okay.
Aber das Beste ist ja, dass jetzt öffentlich ist, dass Timon seinen Untermensch ist und auf Deutsch spielen muss. Ey, hast du mich gerade als Untermensch bezeichnet, du scheiß Nazi. Also wenn ihr wer will, die liegt hier oben. Zweiten Stock, nee, habt ihr uns diese Waffe. Ja, nee, jetzt will ich sie nicht mehr. Na gut. Also hier liegen extrem viele Schrotflinten und Polizeiwesten rum, aber ansonsten... Ja, ich habe jetzt auch nicht Polizeiweste und Schrotflinten. Boah, eine Militärweste. Warst du schon in den Häusern da, Timon? Ja. Aber Moment, den da vorne, den Orangen, nee, den noch nicht. Hä, wer war denn hier bei mir? Doch, das bist du doch, genau. Du läufst zurück. Und bei den großen Häusern warst du schon, ne? Hast du hier hinten alles gelootet? Das ist jetzt meine Frage. Ich dachte halt, die anderen Häuser gehen. Wer von euch lieber in den ganz großen? Ja, in den Mehrstücken. Ich höre gar nichts wegen dem Flugzeug. So, okay, jetzt wieder. Sound leiser, schubidubidu. Was bin ich? Hast du Schaden? Ach, weil ich vom Haus gefallen bin. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Simon, du warst hier und hier sind große erste Hilfetropfen. Ich wollte auf dem Dach landen. Wie gesagt, ich war nicht in den orangenen Häusern. Ich war nur in dem ganz großen Mehrstück. Ich wollte auf dem Dach landen und dann ist es nicht auf dem Dach gestoppt, sondern übers Dach drüber gerutscht. Hat mich dann sozusagen, als es mit dem Handlauf dann kollidiert ist, abgeschmissen. Aber nicht auf den Handlauf und auch nicht auf das Dach, sondern drüber. Und dann bin ich da hinten logischerweise runtergefallen. Dazu sage ich jetzt gar nichts. Hier gibt es noch zwei Häuser, die auch mehrere Stücke haben. Die hatte ich gemeint. Achso. Ja, den war ich nicht. Auch nur zwei große erste Hilfe-Koffer, Schrotflinte. Ich hab noch mal weiteres Magazin gefunden. Bötzi. Oh. Geht schon die Party. Hallo. Bei euch oder generell? Generell, Richtung Norden. Ich bin gerade die Party. Team und soll das auch gehört haben. Energy Drinks und erste Hilfe-Koffer. Alter, Helmstufe 3 und im Mini. Cool. Wir müssen allerdings langsam mal eigentlich in die andere Richtung ein bisschen. Und gerade ziemlich an der Grenze. Also ich meine, es ist gerade nicht stressig. Im Generellen. Ich probier kurz was. Simon, habt ihr Stress? Nein, ich habe gerade eben gesagt, ich probiere kurz was. Zum Glück hört man mich ja. Timo im Hard in Game Sound leiser. Darum geht's nicht, weil wir werden bei mir teilen. Ich meine nur, ich habe gerade eben geschossen und ich habe direkt davor gesagt, dass ich was ausprobiere. Ja, aber ich wüsste nicht, ob das nicht probiert will. Ah, okay. Ja, okay. Passt. Aber egal. Wie du Scar. Ich höre bei diesem Weg. Hier ist ein Zweierhelm.
Hier liegen zweimal Scare-Elves, Leute. Falls Scar. Scar-Elves. Ich hab mal den Zweierhelm hier markiert und ich komme zu dir, Timo. Markier sie mal. Dann kannst du weglaufen, wenn du möchtest. Alles gut. Die erste Zone vorbei, das sind nur noch 36 Leute. Okay, ich bin nicht auf Häuser, da ist definitiv genug. Okay. Zwei Versuche. Achso, ich brauch den. Oder hast du eine Sniper? Ja. Ah, okay. Ja, dann kannst du es natürlich haben. Wie gesagt, ich habe auch einen Flash-Hider für dich. Ich bin gleich wieder da. Jo. Ah, ich glaube, ich kurz. Was ist? Ja, gerade mal, was jetzt gerade auf dem Boden gelegen ist. Ja, schon, aber hast du irgendwo gedroppt oder was? Ich doch nicht. Oh, tschüss. Was? Ja. Okay. Ja, ich bin direkt hinten. Achso. Danke. Okay, unser Kumpel läuft irgendwie schon recht weit voraus. Wir müssen auch recht weit laufen. Ja. Ich dachte mal, der wandert sich schon gut ab. Oh, Andrea, ein Fahrzeug. Mhm. Hört sich nach dem Jeep an. Mhm. Cool. Dann kommen wir mal zu dir, warte mal. Der muss zu uns. Ach so, okay. André, ich wollte, fahr in meine Richtung, weil da ballt sich nicht direkt komplett runter. Zu spät. Okay. Ja. Okay. Nein, bitte sag nicht, du hast das Auto in den Sand gesetzt. Hast du dich in Sand gesetzt? In Sand gesetzt habe ich es nicht. Aber okay. ich hab Schüsse gehört. Ja, das ist. Der bettelt sich. Wie sieht es anhört. Nicht nur wie sie es anhört, auch so wie es aussieht. Das ist ja fast schon eine Leistung, Mann. Ja, es war halt sehr gebirgig hier, ne? Ah. So ein bisschen. Das Problem. Erstmal Screenshot hoffen. Ne? Timon, falls du wissen möchtest, was André geschafft hat, dann darfst du das mal in der Screenshot-Bibliothek anschauen. Das ist scheiße. Ich glaube, Kiss hat irgendjemand umgebracht.
Ja, kann gut sein. Wie gesagt, der hat sich ein Battle geliefert. Nein, es heute. Ist so laut, der Regen. Ja. Das ist mega ätzend, deswegen mag ich Regen nicht. Ja, okay, wir können einfach ein bisschen mehr rumschreien. Ja, ich könnte auch das Game lauter machen, aber dann kriege ich einen Hörschluss. Jetzt kriege ich einen Herzinfarkt. Okay, hier steht Jeep mit zerschossenen Reifen. Bei den Häusern, wo ich gerade vorbeilaufe, ist alles offen. Bei den Häusern hier auch. Ich habe gedacht, ich gehe hin, um ein Auto zu holen, aber das ist vielleicht... Wie gesagt, da war vorhin eine Gruppe, die ich gesehen habe. Das passt auch ein bisschen auf. André, Timon, was haltet ihr eigentlich von Herr der Ringe? Du kennst schon mal. So Siri auf Ammel. Oh nein. Ich hab nur gewartet, wer als erstes antwortet. Ich hab einen Buggy. Nee, Spaß, ich suche noch. Jetzt werden wir suchen. Oh, hier ist ein Buggy und ein Auto. Und es ist nicht meine. Sie wollen mich ran. Ich hab mich von beschossen. Direkt Alter. Hier. Ich fahr mal nicht in eure Richtung, okay? Die haben mir Reifen zerschossen. Die haben mir drei Reifen zerschossen. Okay, ich bin on the run. Bin leider sehr, sehr weit entfernt. Oh ja, ich sehe es. Oh ja, ich sehe es. Oh, fuck, im Stream. Ah, aber du kommst ja noch weg. Wir haben ja auch Gesellschaft. Ja, die wollen mich mit Bucky rappen. Vergesst es, Leute. Ah, okay, das sind dann die. Dann kann ich rennen. Wow, ja, der hätte mich fast zufällig überfahren. Ja, ich weiß, die haben Jeep und einen Bucky. Oh, sie sind ausgestiegen. Oh, oh Gott. Ich konnte nichts machen, es tut mir leid. Die werden beschossen selbst. Sind wir noch bei dir, Timon? So, ich hab einen ausgenockt. Ich hab dich gerettet, Bro. Gerecht. Gerecht meine ich. Gerecht. Wieso werde ich beschossen? Von wem werde ich denn beschossen? Hä? Seit Buddies. Die sind doch weggefahren. Da sind sie. Die sind ausgestiegen. Lol. Alle drei. Zweiten ausgenockt. Ich hab keine Muni mehr. Fuck, ich bin ausgenockt. Okay, zwei sind ausgenockt. Drei sind ausgenockt. Der dritte kämpft in den Busch. Da links. Lol, nice. Rausgenommen. Sehr schön. Holt euch unser Zeug und dann hielt euch kurz und geht. Das hätte mich trotzdem ausgezogen. Ich habe nur eine Mini 14, also ich glaube, es lohnt sich eher Team zu rufen. Ich habe zwei Energy Drinks und erste Hilfe Koffer auf jeden Fall und eben die Mini. Thank you.
Mini lohnt sich nicht, ich mag die Mini nicht. Oh, super Software ist okay. Die Gascan lohnt sich vielleicht auch. Unser Redshirt lebt noch, lol. Oh, da fällt mir was ein. Oh krass, ne Car. Ich krieg ganz schön viel Damage, ne? Ja, die waren ziemlich gut ausgestattet. Ja. Das war echt kacke, ich hab halt auf die Typ geschossen. Sind alle drauf geschossen, alle drei gleich geschossen. Das war echt voll die Hinrichtung. Alter, das war richtig hart. Ich will da von einer Sekunde tot. Ja. Aber es sah cool aus. Ja, 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 von der von links, also vor dir haben drei auf dich geschossen, der andere hat von hinten auf dich geschossen, das war schon epic, also... Ey, von meiner Sicht, das sah es vor allem halt richtig geil aus, also, wenn wir das gewesen wären, boah, das wäre ein Hammer auf dich. Ja, aber sie haben alle verloren, weil sie einfach auch doof waren. Ich meine, sie zielen alle nur auf dich. Ich mein, ja. Ich habe halt nicht früher geschossen, weil ich mir einfach dachte, die drehen sie einfach um und dann schießen mich auch. Deswegen. Ja, weiter, so wie es der Bug eben auch gemacht hat. Ja. Oh Mann, warum hat er jetzt unser Random View überlebt? Keine Ahnung. Der war doch komplett woanders. Das waren ja die Dudes, die eigentlich sind. Ja. Oh Gott, ihr habt zu uns und töten uns. Ey, ja, sau weit entfernt. Soll ich dich lieber Juggernaut oder The Hess hier nennen? Ist mir doch scheißegal, er hat schon oft genug Simon gesagt. Wieso, dass du Simon Bauer heißt und in Heidelberg schon bist? Das ist grenzwertig. Unten ist Nordo. Aber erst grenzwertig, wenn ich dann die Sache lesen vorlese. SB34. Warte, deine Kontoverbindung habe ich ja auch. Dorfbank hinter dem blauen Berg. Rechts vom Bach. Am hinterletzten Zipfel 26. Kurz vor der grüne Wies. Da, wo die Kühle dahinter stehe. Und wo der Müller sein Häusle hat. Falls wir Schwaben zu sind, ich entschuldige mich für andere und sein. Dialekt. Ich heiße Schindler Takamura. Schindler Takamura. Ja, ihr könnt mich auch Schindler Takamura nennen. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Kyoto. Und wir sind aus Fukushima geflogen. Als seine Mutter mit ihm schwanger war, deswegen geschossen. Ja, deswegen bin ich so schnell gewachsen. Weil ich jetzt den Geist eines Sechsjährigen habe. LOL! Huh? Der Typ hat gerade eben einen umgerotzt da unten. Ja, der lief da an der Mauer entlang. Ja. Ich sehe halt seinen Body nicht. Ja, an der Kirche sieht er irgendjemand was. An der Mauer zur Kirche. Und ich glaube, er vermutet, dass die Leute da sind, weil er guckt überhaupt nicht in deine Richtung. Oh, hier direkt neben mir ist einer. Oh, ja. Krass, ja. Oh ja, aber hier hinten beim Kiss ist auch einer. Ganz weit. Das ist mir relativ wurscht. Oh, Kiss sieht die ja am Berg, genau direkt unter dir. Oh, die laufen jetzt wieder Richtung Auto. Unten lang. Ja, dann versuchst du, wenn sie das Auto läuft, das Sniper.
Ja, Kiss schießt ein. Kiss beschießt einen, der ist gleich down. Ja, der hat genau den beschossen. Und der hat ziemlich kassiert. Hey, es sind nur noch 17 mal Leben. Ja. Da unten, zwischen Simon. Der läuft an der Mauer entlang. Ich sehe gerade nichts. Ich muss halt auf Sachen mich beachten. Ich bin gerade gegen Baum gefahren. Oh, die müssen an mir vorbeirennen. Niemanden mehr. Guck mal in Richtung Jeep. Ist da nicht einer? Oder? Nee, doch nicht. Okay, vergiss es. Gleich mega Damage spielen. Ja, ja. Das renne ich aber lieber, wenn es losgeht. Renn. Bist du drin? Ja. Alter, das sind nur vier. Die Geschossgeschwindigkeit ist viel langsamer, als ich erwartet habe. Wie sind die denn dann, ja? Ich glaube, es sind noch du und zwei Spots. Und du solltest auf die Star jetzt wechseln, auf den Kern. Naja, ich soll ihn nachladen.
Grenze kommt, du musst laufen. Ja. Grenze kommt. Lauf sie mit zu kurz. Das ist Maschine. Bäh, massiv Schaden. Direkt vor dir. Ja, Fragezeichen. Nein. Klar, was willst du denn auf hier entfernen? One-Shotten. Ich hab bloß zu schnell geschossen. Ja. Ich bin zu hakelig geworden. Ja, das ist mir doch egal. Ich kann ja den einen töten und auf die Scar wechseln. Das macht ja gar keinen Unterschied. Reicht nicht. Du willst musst mich mit Scar feuern, weil du dann sofort das nächste Ziel. Du hast nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde. Deine Waffe ist. Ich zieh die Waffe neben Leben so schnell rüber. Du gehst von zu krassen G-Skills aus. Das ist mir doch wurscht. Dass ich da rüberziehen muss zwischendrin, da habe ich ja ewig Zeit dann. Bis okay. Ich auf den zweiten rumgedreht bin, habe ich locker Zeit, um die Waffe zu wechseln. Das dauert nicht lang. Ich gehe auf Ready und bin kurz pissen. Ich mache noch ein Spiel mit, dann muss ich anderes Zeug machen. Ah, perfekt. Besser geht's nicht. Ich hatte nur jetzt 10 Sekunden Delay, falls es dich interessiert. Hallo? In 10 Sekunden, okay. Na, hast du schon gesagt? Ja, yeah, es kam noch nicht zurück. Das ach so. Vielleicht warst du nicht, aber. So. Jetzt müssen wir warten, bis Timon kommt. Ah, gut. So. Ich hoffe, das ist scheiße, die scheiß Route. Wer ist mit Gatka? Klingt gut. Okay. Ja, Gatka ist schlecht, da ist kein Loot, oder? Keine Ahnung. Okay. Ja, der probier hat halt mal. Auf Militärbasis, vor allem alleine, ne? In einem Squad. Ja, das war eine echt schlaue Idee. Okay, keiner bei uns. Und ich gehe schwer davon aus, dass Gatka halt den gleichen Loot hat wie jeder andere Compound, nur halt nicht so gut wie jetzt eine Stadt. Deswegen. Das ist halt nicht so viel, sagen wir. Springen da weniger Leute ab. Ich wusste nicht, dass es hier so viele Häuser gab. Ich dachte, das wären jetzt nur 2-3 Häuser hier. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass normalerweise, wenn man auf die Map guckt, man diesen riesigen Schriftzug sieht und dann die Häuser so leicht übersieht. Ja. André, soll ich dich abknallen? Weil ich Feindkontakt hatte gerade eben. Ja, hier ist ein Stufe 2 Rucksack. Ah, ich hab eine VSS. Ich hab den Rucksack markiert. Ich komm rüber.
Ist lustig, wie die, wie man im Endeffekt in der Luft nachladen kann. Das ist sehr, sehr nice. Ja. Und eine UMP. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. No, ah, nee, doch nicht. Wo war denn jetzt der tolle... Ich hab einen Exakt markiert. Im Haus daneben. Aber hier liegt eine Machete und eine Schrotfass, die man von euch brauchen kann. Also in der roten Markierung. Ich weiß nicht, wo der liegt. Ach, da ganz markiert. Ja, um was geht's? Hier liegt eine Shotgun und eine Machete. Ist meine Markierung nicht drauf? Nee, ich hab ihn gefunden. Das war einfach nur das letzte Eck, wo ich nicht nachgeschaut hatte. Okay. Du kannst ja einfach nur nach Kompass laufen, dann siehst du es. Ja. Also es waren drei Stockwerke, deswegen bringt das da nicht viel. Ah, okay. Stimmt. Ist noch ein Stufe 1 Helm, falls jemand einen braucht. Ich hab schon. Ich komm. Okay, dann haben wir ja alles durch. Auf dem Balkon übrigens. Danke. Der Helm. Ah, bei mir auch. Okay. Wir müssen ein bisschen laufen. Sollten also auch los. Okay, vergesst es, hier steht Thatcher. Wie viel Benzin? Fast voll. Perfekt. Dass wenn wir irgendwo abspringen und schon looten, dass wir die Türen dann offen lassen. Wenn ich ganz genau blicke, wo ihr überall schon wart. So, wenn wir halt die Türen offen lassen, dann sehen das andere. Ja, aber gerade beim allerersten Spot ist das, glaube ich, relativ egal. Also die ganz hinteren Häuser, da war ich überall schon, also da ist alles gelootet. Bis auf vielleicht eine Stufe 1 Weste, die ich habe liegen lassen. Hat jemand von euch hat eine Sniper Rifle? Ich hab eine VSS. Ich hab eine Mini. Hä? Ich hab eine Mini 14. Okay, die ist eigentlich besser. Ja, okay, nee, eigentlich nicht. Verdammt. Doch. Also vom Schaden her ist sie definitiv besser. Also wenn du irgendwas für eine Sniper hast, gibt's André. Gibt's André. Ernsthaft. Ein Quick Draw Mag. Ja, dann gibt's André. Bei der erstbesten Gelegenheit, wo ich eine Mini oder eine Klar, hast du einen Sucher? Ah, hast du ja logischerweise. Andreas, hast du einen Sucher? Holo. Okay, ich kann dir einen Zweifachsucher immer hingeben. Ja, das macht keinen Unterschied, aber danke. Ich kann euch aber einen Schalter geben, wenn ihr wollt. Für was? Oder MP. Oh ja, oh, die würde ich nehmen. Die würde ich nehmen. Alter, ah, eine Smoke, okay. Boah, gibt es gerade mal her. Danke. Okay, einladen. Alter, ihr seid so viel Spackos. Warum ihr? André, ich drop dir schon nochmal. Ah, egal. Hat der schon weg? Der ist in der Military Base. Ah, stimmt. Ja, sorry. Der wurde mir gerade hier irgendwie nicht sehen. So. Hey ho, let's go.
find's cool, dass das Gras durch unser Auto durchkommt. Das was? Dass das Gras durch unser Auto durchgeht. Mhm. Ja. Dreh, ernsthaft. Ja. Ach, das ist lieb. Wahnsinn. Ja, super. Das heißt, wenn sie uns schon sehen können, sollen sie uns wenigstens Audio ausprobieren können. Und dann auch noch sehen, wie wir gegen Bauen fahren. Ja, ja. 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 1A. Ja. Ja, aber er hat funktioniert. Er hat schon funktioniert. Motorrad? Ja. Okay. Okay, lass uns laufen. Wir sind direkt an der Grenze. Hä, warum bist du jetzt so in die Grenze? Ciao. Weil ich das markiert hatte. Das ist noch ein bisschen weg. Weiter? Ja. Ich würde auch viel weiter. Ich würde auf den Militär hin, oder zumindest okay. Am Militär. Die Sache ist, die ich wollte was markieren, wo noch nicht alle abgesprungen sind, aber das können wir natürlich trotzdem hinfahren. Oh, krass. Timo, kann ich kurz nochmal aussteigen und einschieben? Nein. Ihr holt mich dann ab, ne? Ihr holt mich dann ab. Simon, wir fahren nicht einfach, ne? Ja, flieht den Berg hoch, da ist er selber schuld, da fahr ich nicht hoch. Schaden bekommen bis jetzt. Ich wollte eigentlich zu einem Compound da hoch, aber ich komme echt nicht im Berg hoch. Soll ich fahren? Jetzt haben wir zum Glück endlich wieder an dem Auto, dann können wir fahren, wo wir hin wollen. Endlich wieder Audi spielen. Mac ist salty. So sag ich halt an einem Lutschen. Wenn du mit dem Auto den Reifen abgeschossen hast. nicht bei dir, beim Fahrrad, ey. Ja, ganz leicht. Oh, shit. Alter, ey. Die hat sich hinter dem Baum versteckt, das kannst du jetzt schon anschauen. Ja, ja, ja. Guck sie doch an. Das konnte man nicht sehen. Die Mauer da unten. Naja. Ja, ja. Bin ich dagegen gefahren oder nicht? Ich bin ja gar nicht dagegen gefahren. Gut, aussteigen. Wohin wollt ihr denn? Ja, ich würde hier rein, oder? Wollen wir das looten? Also, wir können das Auto absteigen und nach weiterfahren, aber ich würde hier kurz. Okay, es geht auf die Military Base. Ja, okay. Den Loot holen? Was holen? Da ist Loot. Da geht auf jeden Fall niemand hin. Das sieht wahrscheinlich nicht mal jemand. Fahren wir jetzt auf 105. Ich
sehe keinen, aber geh mal zum Loot. Auf 105, überm Wasser. Hat wirklich keiner. Auf 100. Hä? Wie kannst du den nicht sehen und ich sehe den? Hä? Doch, ich sehe ihn auch. Alles gut. Wir, also ich würde sagen, hol den. Wir hier stehen bleiben und runter. Wasser. Ja. So gut. Ich mache den Loot. Kann auch hier warten und auf euch. Mach hier kurz das Auto. Achso. Okay. So, auf 105 war's. Ja. Also ihr geht ihr zum Loot, dann gehe ich zur Tankstelle. Ja, der hat wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich da hinten. Ich sehe ihn jetzt wieder. Oh, hier ist noch ein Auto. Auf 105 ist jetzt gelandet. Also landet gerade. Der ist auf der anderen Seite von dem. Von der Bucht. Ja, warum schwimmen wir denn da gerade hin? Weil ich gedacht habe, es ist im Wasser. Ja, dann wieder zurück. Das dauert viel zu ewig. Ein Scheiß. Das dauert wirklich ewig. Schwimmen dauert krass lang. Vor allem, wenn wir nach da drüben wollen. Dann fahren wir lieber sofort. In der Tankstelle ist noch eine AK und eine M16. Alles klar, wenn er es. Aber André, kommt zum Auto. Dann fahren wir schnell zum Blut. Weil das ist einiges, was wir dann wieder zurückfahren müssen. Das muss mal schnell sein. Ja, ich hol den anderen Dacia, der ist an der Brücke da vorne. Okay. Soll ich dann gleich fahren oder auf dich warten, Timon? Beides. Fahr. Fahr zum Blut. Ach, der ist auf Land, oder was? Ja, auf der anderen Seite. Ja, warte, den. Okay, dann zerschieße ich die alle. Alles mit Absicht! Oh, da vorne geht's wieder ab, ey. Wollen wir da hinfahren? Das ist rechts. Okay, nicht davon. Niemand, bist du schon beim Kopf? Ich muss den jetzt halt noch finden. Ja. Am Ende ist hier gar nichts. Ja. Die ist schon kommen. Ich meine, ich hab mir runterfallen sehen, Andrea auch. Ja. Vielleicht ist er. Sag, wenn wir los können, Timon. Ja. Vielleicht ist er doch über Wasser oder so. Ist halt schlecht, ne? Man sieht halt auch die Welt. Wir sollten eigentlich gleich wieder los, weil jetzt macht die Grenze dann echt Schaden. Das dauert nicht so lange. Außerdem haben wir nicht ewig viel Benzin, also mit dem Auto. Oh ja, an der Tankstelle gab's Benzin. Krass. Irgendwo hier müsste es halt sein. Fahr kurz auf den Hügel hoch. Ja gut, hier ist es. Dann zurück. Dann back. Sollen wir das Benzin holen gehen? An der Tankstelle? Oder brauchen wir es? Nee, das. Fahr rechts, da vorne ist ja Klippe. Achso, danke. Simon, kommst du auch? Ich guck grad, wo 105 ist, welcher Winkel 105 ist. Leute, Grenze ist da, wir kriegen gleich massiv Schaden. Ich glaube, wir sind nicht weit genug gefahren. Nee. Sorry. Das war echt knapp. Ja, ich habe nach links geguckt, um zu gucken, ob der Loot doch über Wasser oder so ist. Boah, wenn du weißt, wenn das direkt gerade so drin wäre, das wäre richtig schwer. Ja. Ja. Das war echt so knapp gerade einfach nur. Sollen wir die Game? Ich bin damit geschlossen. Was mache ich? Fahr zurück, wir brauchen die Kette. Okay.
Hast du genug Benzin? Vielleicht. Wenn mir nicht die Karre kaputt geht, bevor ich ankomme. Da hinten sind Leute. Bei den Toren. Zumindest einer. Der hat sich einen Backen geholt. Der fährt sich nur sehr, ist ausgestiegen. Ja, das ist ja. Okay, aber vor uns sind jetzt auch Leute. Sieht man. Aber auf der Brücke sind auf jeden Fall Leute. Weil die haben da geschossen. Falls ihr vorbeikommt, können wir ja noch kurz auf den schießen. Ja, hier ist ein AK-Projekt. Hier ist auch ein AK ist hier und der Schlepp ist weg. Simon ist tot. Und Simon, was hast du gemacht? Fuck you. Alter, ich versuche schon die ganze Zeit hinterher zu krakeln und suche nach dem Loot, zu dem er hätte einfach schwimmen sollen. Und dann komme ich nicht richtig hinterher, weil der Dutch ja schon total im Arsch ist und dann überall hängen bleibt. Und dann stehen da die Leute mit dem Buggy dran und knallen mich halt ab. Und weil mein Dutch ja schon unter die Hälfte vom Leben hatte, stirbt einfach instant. Und ich weiß gar nicht, wo der Damage hergekommen ist. Ich glaube, du bist gegen Steine und so öfter gefahren. Das war wirklich das Problem. Ja. Ich weiß schon. Mann, was bist du jetzt so salty, ey? Das ist jetzt die letzte Runde heute. Ja, passt. Oh Mann. Das Ding, was mich getriggert hat, war, dass Simon, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich denke mir so, Alter, fick dich doch einfach. Ja, weil ich halt nicht wusste, woher du jetzt plötzlich tot sein. Ja, Vehicle Explosion, man kann im Chat lesen, Mann. Du wurdest halt wieder geteammont. Aber dann habe ich mir halt gedacht, da musst du ja irgendwo echt krass gegengefahren. Nein, wenn du wo krass dagegen fährst, dann stirbst du auch über Rollen. Der Stein war jetzt wirklich. Ja, ich wollte bremsen, aber es ging nicht mehr rechtzeitig. So, da ist unser Buddy wenigstens. Ernsthaft. Ja, du bist nach rechts gezogen, ich wollte den Dacia holen. Alter, sag halt was. Hast du ein Halfpack? Das aber. Ich hab ihn so streamt, das sah richtig lustig aus. André springt raus, Timon, 2 Sekunden später, zack, nach rechts, noch eine mitgegeben. Du kannst dir anschauen, Timon, wenn du möchtest. Ist mir scheißegal, ich spectate dich. Der ist voll nett, der hat mir Sachen gegeben. Ja, gut. Die mir nicht so viel bringen. Alter, aber wir haben eigentlich gerade mit den 3 Autos voll die gute Deckung. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, außer sie gehen hoch. Ah, oh, ach, halt, oder ist ja nicht wow, ey, der ist voll der coole Dude. Der hat mir Heal gegeben, und... Da hinten steht ein Buggy, falls du den nicht gesehen hast, Timon. Ja, ich seh ihn. Oben war auch ein Buggy, der schon benutzt wurde. Komm mal in den Dude-Player, der kommt her. Der fährt zum Drop. Ah, nice. Dann bleib ich da. Da ist einer. Oh fuck. Da ist keiner mehr. Alter, was war das? André loot, der Typ heilt sich. Dann halt loot. Wo sind die Typen? Er lootet jetzt. Auto kommt. Ich geb dir den Kuchen, also ich halte den. M24 oder so muss da jetzt sein. War da drin. Er hat noch keinen Scope drauf. Komm schon.
Falls du einen Scorp hast, André, lass es liegen. Also falls du einen Scorp übrig hast. Ja, nicht wirklich. Na, er hat einen Scorp, glaube ich. Den Rotpunktvisier auf einer M24. Also ich hab auf der K jetzt. Ist jetzt rein her. Vierfachsuche. Achso, hat er was? Hat er was? Ja, eine M24. Nein, auf seinem. Ja, ein Rotpunktvisier. Ja, los. Alter, hier sind Zäune, passt nicht. Ja, er ist dagegen gefahren. Ja, ich sehe schon. Willst du die K haben, Simon? Timo? Ja. Ja. Der hat ein übel cooles Oberteil, der Typ. Der hat so ein buntes Hemd. Danke dir. Krass! Alles gut, ich hab. Ja, das reicht nicht. Hast du? Klar. Oh, hast du 9mm? 9mm, ja, habe ich. Brauchst du? Ja, ja. Für deine VSS. Nur 30 Schuss oder so. Oder 20. 40. Fast. Mhm. Damit ich auch was zum. Ja. Alter, im Nebenraum liegt einfach 9mm. Wir sind in der Zone. Hier draußen auf dem Balkon liegen auch noch, Balkon liegen auch noch 9mm. Dann hol dir das André. Hol dir das auf dem Balkon. Hat jemand von euch noch einen Scope? Ein Holo. Das würde mir schon helfen. Der hat eine Granate geschmissen. Ich glaube, der hat Leute gesehen und will sie rauslocken. Ja, er hat einen gesehen. Ja, ich sehe. 75. Irgendwie doch nicht so helle, mein Polo rauszugeben. Hast du keinen Sucher, André? Nee. Du hast doch eine VSS. Der. Der hat dich. Oh. Von rechts. Nee, ich sehe wohl. Da ist er. Von links werden wir auch. Ich weiß nicht genau, von wo. Und zeig dich nochmal. Die Grenze kommt jetzt. Also ja, er muss sich bewegen. Komm schon. Hab ihn getroffen. Oh fuck, ich hab mich selbst. Oh, ich hab meinen Loot geblendet. Ja, hast du. Weißer Bildschirm. Kannst du deinen Stream anschauen? Oh,
sagen, wie Gegner sind? Ist 165. 165, genau. Und der Ridge. An der Kuppel. Leider gar nichts. Der schießt auch nicht. Der schießt gerade nur einfach und der will sie unten halten. Wir müssen uns gleich bewegen. Naja, er wurde ziemlich hart getroffen. Hast du einen Erste-Hilfe-Koffer oder so, weil der hat nur noch Bandagen. Achso, ja. Er hat noch First Aid Kit. Nevermind, First Aid Kit hat's, er hat's verwendet gerade. Ja, egal. Wir müssen los, sonst kriegen wir gleich richtig fett Schaden. Auf der anderen Seite raus, die Grenze ist noch nicht ganz am Eingang. Jemand hier hinten. Vor uns. Direkt vor uns. Mhm. Ich seh's. Auf. Hab ihn. Shit. Typen reviven? Ja, die Grenze ist zu nah, sie. Ja, okay. Die macht gerade viel zu viel Schaden in dem Stadium. Alter. Warte. Also vom Sound her direkt neben dir. Ja, aber ich sehe niemanden. Keine Ahnung, wo der herkam. Direkte Neighbor. Du warst sogar noch in deinem Scope drin. Hm? Nee, das war hinter mir oder von der Seite. Nein, nein, der war in deinem Scope drin. Man hat die Flash gesehen. Ja, gut. Das ist das Positive im Stream. Ich schaff's da. Okay. Dann bin ich raus für heute. Ja, wäre ich auch. Ja, ich bin noch ein bisschen in Teamspeak drin, aber raus aus dem Stream.